Okay, fangen wir nochmal an. Also Light Bowgun. Light Bowgun ist mit Abstand, denke ich, die effizienteste Waffe, um Dinge zu farmen, denke ich. Kommt ganz gut hin. Ist natürlich nur die offizielle Meinung. Meine Meinung ist, dass ich mit Ranged nichts anfangen kann. Und mit Ranged meine ich so ziemlich alles, was Ranged ist, außer Bogen. Bogen finde ich noch cool. Aber da kommt später. Ich persönlich finde die ganzen Ammo-Types zwar sehr geil und auch den Fakt, dass du supporten kannst, ist zwar super cool. Aber da ich eher der V-Mensch bin, auch wenn ich damit jemanden triggern werde, D-Tier. Oder ich weiß genau, dass ich einen damit absolut triggern werde, aber ist egal. Charge Blade. Nachdem ich vor Yuta mit durchgespielt habe, nachdem ich das in Rise sehr gerne spiele und ich persönlich die ganzen Fiolen-Sache und die Komplexität der Waffe mag, und den Axe-Hopper, würde ich sagen, ist das C-Tier. Ich meine, du hast guten Schaden. Du musst halt darauf achten, dass es auch durchkommt. Du wirst ja oft getroffen. Ist schon verdient. Nee, natürlich nicht. Ist bei mir natürlich absolut S-Tier. Wir gehen jetzt natürlich jetzt gerade nur von Rise aus, ne? Nicht generell. Das ist jetzt nur Rise. Aber für mich ist in Rise das Chargeblade trotzdem ein S-Tier. Ist einfach Liebe. Ist einfach Liebe geworden durch For You. Gunlands. Oder auch Funlands. Jetzt habe ich sie ja heute mal ein bisschen gespielt. Allerdings habe ich sie nicht gut gespielt. Ich bin absolut überfordert gewesen damit, vor allen Dingen in der Quest mit den drei Apex. Aber ich muss sagen, ich war der ganzen Sache nicht abgeneigt. Der Damage könnte höher sein, ja. Aber das ist ja ein generelles Problem von der Waffe. Ich tendiere zwischen B und C. Also vom Spaßfaktor würde ich es auf B machen, aber von der Effizienz, die mich persönlich in dem Punkt stört und das ganze Management, würde ich es sogar eher auf C stufen. Ich sag mal, wenn es in Sunbreak ein bisschen weniger, also ein bisschen, ganz kleines bisschen mehr in die Richtung Damage geht für das ganze Management, was du betreiben musst, und dann würde ich sagen, okay, dann wandert es auf B. Safe. Aber aktuell würde ich eher sagen C. Mein Stuhl ist einfach komplett am Eskalieren wegen dem weißen Hintergrund, aber ist egal. Schild und Schild. ja, der Axel. Schild und Schild, schwierig zu sagen. Ich persönlich finde sie sehr stylisch. Sie macht echt Spaß, ich kann sie aber nicht besonders gut. Ich finde der Konter ist übelst befriedigend. Ich mag aber die Tatsache nicht, dass du das Schwert nicht mehr benutzt. In Rise. Aktuell. Nach aktueller Meta. Und ich muss sagen, dass das stört mich ein bisschen, da ich ja auch den Perfect Rush extra so mir mal angeguckt habe und extra gelernt habe. Und dann darfst du das Schwert nicht benutzen. Dabei ist der Perfect Rush meiner Meinung nach in dem Schwertweg besser. Ich würde sagen Mitteltier. Ich denke, Mitteltier ist vollkommen in Ordnung, oder? Ich finde, für mich ist es in Ordnung. So, Greatsword. Greatsword wird jetzt ganz schwer. Gut. Guter Damage. Du kannst super viel predicten. Die Waffe ist absolut davon abhängig, wie gut du deine Gegner kennst und wie gut du predictest, deine Charges durchzukriegen. Ey. Mach mal wieder die Musik an. Warum ist das nicht auf Repeat? Egal. Ich glaube, ich muss zu Greatsword bei mir nichts großartig sagen. Kleve. Ja, Greatsword ist absolute Präzisionswaffe. Deswegen liebe ich sie auch. Kleve. Kleve ist so ein... Ich habe sie mal im World gespielt. Ich habe sie in Rise eigentlich fast gar nicht gespielt. Ich kann mir dafür nicht... War das jetzt ein gut Nächste oder eine gute Nacht von Santex? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich könnte... Egal. ja, ich bin mir auch nicht sicher, was von beiden. Kleve. Ja, zurück zum Topic. Kleve ist ein... Ich habe sie nicht wirklich gespielt. Ich habe es vor in Sunbreak. Ich habe es definitiv vor in Sunbreak. Ich weiß, dass die Kleve unheimlich geil wird in Sunbreak.
Da hat es aber eine Tierlist von der von Rice Dumadis. Würde ich die Klefe von dem, was ich gehabt, also was ich an Spielspaß hatte mit der Waffe vom den zwei, drei Mal, wo ich es gespielt habe, würde ich sie tatsächlich hinter die Gunlands stufen. Mir hat die Gunlands mehr Spaß gemacht. Ich persönlich halte aktuell von der Klefe nicht so viel. Obwohl sie gut ist. Sie ist gut. Nur ich halt nicht allzu viel davon. Ich meine, auch wenn das Spiel nicht so toll gebalanced ist, ich finde schon, dass die Waffen so unter sich eigentlich schon gut gebalanced sind. Du kannst mit jeder Waffe alles machen und das ist eigentlich Balancing genug. Ich meine, dass Waffen rausstechen und manche halt nicht, das ist normal. Lanze. Ich würde sie gern mehr lieben. Ich würde ihr so gerne mehr Chancen geben. Na Mann. Können wir? Kann ich noch? Nein! Ich will noch eine. Kann man nicht noch eine dazu machen? Nein, ich wollte eine separate. Ich wollte eine Spalte machen mit Mitleid. Weil ich habe Mitleid mit der Lanze. Ich fühle den Schmerz, den die Lanze hat. Ich kann es absolut fühlen, den Schmerz. Aber ich kann leider nichts dran ändern. Deswegen, ich muss es leider auf D setzen. Aber ich setze es zumindest vor die Bowgun. Ich kann der Lanze leider nichts abgewinnen. Und es tut mir auch echt weh, die Lanze dort unten einzustufen. Ich bin nämlich tatsächlich im Try, habe ich Lanze sehr gerne gespielt. Und sie so weit unten zu sehen, das tut mir selbst weh. Aber in Rise ist sie wirklich, wirklich nicht gut. Die ein, zwei Mal, die ich sie in der Arena spielen musste, die waren halt furchtbar. Das war meine schlechtesten Zeit mit Abstand. Heavy Bowgun. Dasselbe wie die Light Bowgun. Nur, dass ich sagen muss, ich finde den Dauerfeuermodus eigentlich ganz witzig. Allerdings die Sache, dass du noch weniger mobil bist als mit der Light Bowgun, was ich in der Light Bowgun schätze, finde ich sie eigentlich fast gleich auf. Ich bin halt einfach nicht der Gunner-Typ. Dementsprechend stelle ich die sogar aber über die Light Bowgun. Weil ich einfach sagen muss, die Heavy Bowgun ist halt für mich einfach das Tolle. Dieser Rapid-Fire-Mode, der ist unglaublich spaßig. Das muss ich der Waffe lassen, der Rapid-Mode, der macht Spaß. Die Lanze ist leider einfach ziemlich lame in Rise. Und das macht Lance Main in World. Und das erzählen wir. Ja, ist halt... Man macht halt nichts außer dem einen Käfer-Move effektiv, wo du Dash, Dash, Poke, 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 Dash, Dash. Das war's. Ist halt super unvariabel und auch die DPS ist dafür halt echt nicht gut. Doppelklingen sind jetzt so eine Sache. Also ich finde Doppelklingen unglaublich toll. Ich finde, sie machen unheimlich Spaß. Sie werden auch in Sunbreak richtig geil. Ich habe das komplette Base Rise damit durchgespielt, weil ich den Hüpfer toll finde. Aber ich muss sagen, über die Zeit, wo ich die anderen Waffen in Rise kennengelernt habe und lieben gelernt habe, sind die Doppelklingen bei mir doch schon etwas runtergestuft worden. Es ist immer noch meine Randale-Waffe Nummer 1. Da einfach Explosion Blight dir Punkte gibt ohne Ende mit dieser Waffe. Und du kannst echt viele Fun-Sets machen damit. Aber ich würde es nicht mehr in S-Rang persönlich einschätzen. Ich würde es persönlich in A setzen. Weil du hast super Utility, du hast super Damage, du bist super mobil. Du hast alles. Die Waffe ist einfach ein super Allrounder. Im Prinzip wie Schwert und Schild, nur dass es mir persönlich mehr liegt. Muss ich auch einfach sagen. Außerdem liebe ich es einfach, dass du nach dem Sprung über den Rücken der Monster sliden kannst. Perfekt. Und der Bogen. Wenn man meinen Bogen-Performance so in letzter Zeit gesehen hat, dann hätte er schon wieder die Musik ausgemacht. Furchtbar. Wer meine Bogen-Performance in letzter Zeit gesehen hat, der weiß, ich bin ein absoluter Bogen-Pro. Ja, B. Ich muss sagen, ich spiele mittlerweile sogar lieber Schwert und Schild. Aber ich spiele immer noch Bogen ganz gerne. Und außerdem fängt Bogen auch mit B an, also ich denke, das sind genug Gründe. Das Longsword. Da macht man sich jetzt Freunde und Feinde. Gleich vorweg, C und D werden es nicht. Und B wird es auch nicht. Ich muss jetzt sagen, allem in allem, das Langschwert ist genau das, was es sein soll. Es ist schnell, es ist stark,
Es kann kontern. Du hast kaum Nachteile. Es macht ultra viel Spaß. Es fühlt sich einfach befriedigend an, wenn du ständig alles konterst und ständig deine starken Moves machen kannst. Oder ich kann es nicht anders machen. Ich mache es aber als letztes. Longsword ist bei mir zwar S-Rang, aber ganz hinten. Weil eine Sache kommt noch in den S-Rang. Hammer. Hammer finde ich leider in Rise nicht so den Hammer. Ich finde schade, dass einfach der Hammer nicht mehr die Betäubungswaffe Nummer 1 ist. Da ich aber Hammer zumindest noch die Respektpunkte gebe, da ich Hammer mag, würde ich sagen... machen wir es vor die Gunlands oder machen wir es hinter dem Bogen? Ich finde den Hammer nicht so schlecht wie die Gundans persönlich. Also so DPS-wise. Und du hast weniger Management. Und der Aquaschlag, der Konda, der ist schon ganz geil. Aber ich spiele eigentlich Hammer noch genauso selten wie die drei. Eigentlich muss ich es auf C machen. Im Classic Monsunder wäre im Übrigen der Hammer zwischen A und S. Also nur just saying. Ich liebe Hammer. Aber in Rise fehlt mir so das gewisse Etwas. Das Horn, ja, dachte ich mir schon, dass ihr das jetzt denkt, dass ich das Hunting Horn auf S reinpacke. Aber das Hunting Horn ist bei mir tatsächlich nur A-Rang. Du hast zwar diesen Spaß dran. Also ich habe absolut Spaß an Hunting Horn. Definitiv, Buffs sind geil. Waffe ist geil. Der Spaß ist, das Ding macht einfach absolut Spaß zu spielen, ist sehr effizient und alles drum und dran, aber es ist nicht meine, ich muss jetzt Tryhard-Waffe. Tatsächlich ist meine letzte S-Rang-Waffe nämlich die Morph-Axt. Da ich einfach sagen muss, wo machen wir die Morph-Axt hin? Oh, das Langschwert. Das ist so, würde ich sagen, so meine Reihenfolge von Rise. Morphax ist absolut genial, ich spiele die unheimlich gern, aber ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe, spiele ich meistens sogar eher das Chargeblade mittlerweile, als die Morphax. Morphax ist noch absolute Liebe und ich denke auch, dass das in Sunbreak nochmal eine ganze Ecke besser wird. Und vor allen Dingen mit diesem tollen Konter. Aber ich denke persönlich, dass ich das Chargeblade, ich muss auch gut zugeben, Monsunder for You hat seinen großen Beitrag dazu geleistet, definitiv, dass das Chargeblade bei mir so weit oben ist. Aber das Chargeblade ist halt einfach eine Liebe. Das ist einfach absolute Liebe, die Waffe. Genauso wie halt eben Greatsword. Greatsword war schon immer mal eine meiner All-Time-Favorites. Eigentlich schon immer, seit Try. Immer das Großschwert mal mindestens einmal gespielt. Eine Zeit lang echt entmutigt gewesen, diese Waffe zu spielen, weil einfach alles daneben ging. Aber ich hab's durchgezogen, ich hab's mir aber wieder einfach angewöhnt, diese Waffe zu spielen. Und und ich muss halt auch einfach. Ja, toll, dass ich jetzt das. Ne? Oh, geil. Nee. Warst du wieder grau? Okay. Ich hab gedacht, der Hintergrund von weiß. Wie Hunting Horn es nicht ist. Ja, sorry, Crazy. Es ist ganz kurz, es ist so zwischen den beiden. Wenn ich könnte, würde ich das Hunting Horn so machen. Genau hierhin, wo es gerade steht. Aber, ey. Machen wir es halt so. Ja. Hunting Horn ist halt... Ich liebe Hunting Horn. Das ist eine absolute Lieblingswaffe von mir. Aber ich muss halt sagen, wenn ich halt wirklich jetzt schwere Quests machen, tryharden will, sag ich mal in der Richtung, dann wird's bei mir halt nur eine der vier Waffen da oben. Ist halt leider so. Da spiele ich das Hunting Horn nicht. Ja. Ich denke, dass das sieht ganz gut aus soweit. Ja. Aber hey, immerhin ist die Lanze nicht der letzte Platz, ja? Ich meine, ich mache mir Feinde mit der Lightbowgun auf dem letzten Platz. Dessen bin ich mir absolut bewusst. Aber, aber es muss halt einfach mal sein. Ich kann es nicht anders machen. Ich bin absolut nicht der Gunner-Type. Ich habe es in World ein bisschen gerne gespielt, aber das war es auch schon. Ansonsten habe ich Gunner nie gespielt. Außer mal Bogen. So. Dann habe ich das auch schon mal für YouTube. Das ist auch geil. Das kommt separat auf YouTube. Das kommt wahrscheinlich schon morgen oder übermorgen, je nachdem, wie viel Lust ich jetzt noch habe zu cutten.
Ja, ich hätte gerne noch gehabt, dass ich nicht so viel Werbung hier gehabt hätte, aber. Naja, das war jetzt die einfachste Lösung. Ja klar, das ist meine Sache, aber du glaubst gar nicht, wie sehr sich manche angegriffen fühlen, wenn die Lieblingswaffe da unten rumgammelt. Ich meine, wenn ich jetzt Derksu ärgern würde und jetzt das da machen würde, der wird mir den Kopf abreißen. Das ist einfach so. Oder wenn ich das da mache, dann geht Crazy hin und der unfollowed. Oder wenn ich das da mache und das da mache, dann ist Santix sauer. Das ist normal. Ach ja, bisschen Spaß. Gunlance, ja, man kann es leider sogar verstehen mit der Gunlance. Es ist leider, leider wahr. Aber die Gunlance hat zumindest den Fun-Faktor. Muss man halt einfach sagen. Jetzt habe ich irgendwas falsch rum gemacht. Du gehst da runter, du gehst da hoch. So. Nein, so. Wäre einfach gelogen, ach so. Ja. Deswegen spiele ich die Waffe ja auch so oft. Ach ja, so kleine Chat-Runden finde ich eigentlich auch mal ganz entspannt. Klebe bitte hinter die Gunlance. Okay. War es irgendwie nicht so? Ich glaube, es war so. Also egal. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich das schon längst wieder rausgekartet. So, irgendwie so Diskussionsrunden kann man eigentlich mal öfter machen. Find ich eigentlich immer wieder ganz lustig. Hier, die Werbung will ich auch nicht sehen. Gibt's eigentlich hier Tierlisten explizit? Wir gucken uns noch mal kurz die offizielle Tierliste an. Monster Hunter Rise Tierlist. Was sagt denn das die offizielle Tierlist? Ich finde sowas immer absolut lustig. Okay, wir haben Bow Heavy Bogan, Light Bogan und Longsword. Keine Widersprüche an der Stelle. Da kann man einfach nichts gegen sagen. Ist einfach so. Hunting Horn, Greatsword, Switch Axe, Dual Blade, Sword and Shield. Ich dachte immer, dass Hunting Horn eigentlich in der offiziellen Tierliste weiter unten wäre. Ist das eine Sache? Ich meine, ich bin mir bewusst, dass das nicht die offizielle und die beste ist. Ich habe jetzt einfach nur die erstbeste genommen. Aber irgendwie sieht das falsch aus. Auch wenn ich Hunting Horn liebe. Ja, ist jetzt eine explizite Rise, ja. Achso, so, normalerweise ist Hunting Horn relativ weit unten, aber ein Rise nicht. Oh, okay. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Gut, Gunlance auf letzten Platz ist schon. Ja, Lanze und. Es ist halt eine absolute Käse. Also, ich weiß nicht, ich halt von der Tierlist gerade auch nicht allzu viel. Ja. Which weapon do you think is the strongest? Was haben wir denn hier unten? Das Longsword. Das Hunting Horn mit 402 Votes. Crazy, hast du da deine Finger dazwischen gehabt? Irgendwie. Irgendwie ist das. Was? Warum wurde jetzt Crazy getimeoutet? Die Auto-Spam Protection. Okay, alles gut. Da hat er erstmal mein Nightbot getestet. Aber danke, jetzt weiß ich wenigstens, dass er funktioniert. Na gut, wenn es 7 Nachrichten waren. Ja, aber ich muss den nochmal nachjustieren, das stimmt wohl. Ja, irgendwie. Hä? Ich weiß nicht, warum der Nightbot das gemacht hat. Das mache ich auch auf jeden Fall. Aber können wir mal über das Voting reden? Das Voting ist ja mal absolut Käse.
Ich meine, dass man das Longsword sieht mit vielen Votes, das sehe ich ein. Aber warum ist dann die Lightbogen nur bei 126 Votes und die Heavybogen bei 61 Votes und der Bogen vor allen Dingen nur bei 220? Der Bogen ist nochmal eine ganze Ecke heftiger als das Langschwert. Ja, das kann sein, dass ich bei der Spam Protection das noch nicht drin, ganz drin habe. Was hat er denn? Ah, ich glaube, das Ding ist das. Ich glaube, jetzt müsste das besser funktionieren mit den Emotes. Ich habe ihn jetzt gerade mal ausgemacht mit dem Ding. Ich glaube, das war noch eingestellt. Ich glaube, ab 3 Emotes, dass er da rumheult. Das ist am 15. April. Also, und hier haben wir jetzt nur so ein paar Ball-Dinger, okay. Ja, gut. Ich denke, das langt dann auch. Kriegt er noch einen schönen Espinas zum Schluss. Das ist immer noch ein tolles Bild. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr sogar noch bei der Tierliste am Ende dabei wart. Auch wenn das jetzt einfach nur so absoluter Jux war. Ich meine, das ist ab, ja, streng genommen in 4 Tagen ist die Tierliste komplett hinfällig. Aber ist egal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch die Runden von Monster an der Wand. Einfach toll. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Party. Nee. Nee. Wo ist er? Ah, der kommt auch. Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen Party. Ja, crazy. Hast du gut gemacht. Konnte ich mir jetzt meinen Nightbot besser einstellen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Party hier. Und ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Und wir sehen uns am Morgen bei Super Smash Bros. Ultimate. Oh yeah. Ich muss wieder hart auf die Fresse kriegen. Aber es hat mir zu viel Spaß gemacht letzte Runde. Letzte Woche. Weil, die nächsten Tage nach dem Smash-Stream wird halt fast nur noch Monster Hunter. Von daher, gute Nacht und ciao.